23 für einen 10er-Einsatz favorisiert. Mit 24 die 4 dann weiterhin dicht dahinter. Passketter Wladimir Panov in der Box. Angelique ist an der Reihe und dann fehlt noch Coppelia. Coppelia kommt jetzt heran zum zweiten Rennen. Coppelia in der Box. Und auf geht's an der 1500 Meter Marke zum Preis der Raiffeisen Handelsgenossenschaft Pirna. Vorne, die sind alle dicht abgeschlossen. Mediterraneo kam ein bisschen schlechter auf die Beine. Lady O'Connor mit dem besten Start und Coppelia geht spielend an Lady O'Connor vorbei. Coppelia, die Programmnummer 4 mit Maxime Pecheur mit der Spitze, führt mit 2 Längen Vorteil vor Almudes an der Innenseite. Dann Lady O'Connor außen mit Nero de Avolo zwischen diesen beiden. Dicht auf Mr. Bean außen, vor Innen Maya. Paschetta geht ebenfalls in äußeren Spuren. Vor Kataya an der Innenseite mit der Ole Colonia. Dann sehen wir Angelique und circa 10, 15 Längen mögen es sein bis zu Mediterraneo an letzter Position. In äußeren Spuren hat Coppelia die Spitze, biegt jetzt auf eine der inneren Spuren ein, da es in den Bogen hineingeht. Coppelia mit der Spitze vor Paschetta außen in dritter Spur und zweiter Position. Dahinter sehen wir Paschetta mit Nero de Avolo, mit Mr. Bean, dann Ole Colonia im Mittelfeld mit dabei vor Lady O'Connor außen in vierter Spur, dann Almudes mit Angelique vor Kataya. Vorne aber ist Coppelia unverändert. Coppelia, eine der beiden Favoriten voraus. Coppelia mit 3 Längen vor Paschetta, dann eine große Lücke bis zu Mr. Bean an dritter Position. Vorne die beiden haben die Zielgerade erreicht und die beiden sind Paschetta und Coppelia. Coppelia immer noch vor Paschetta, aber da ist Wladimir Panov der Angreifer. Ganz außen an den Rails Coppelia, Paschetta daneben Angreiferin, ganz innen probiert sich Maya hier zu verbessern. Kataya hat ebenfalls den Platz an der Innenseite sich gesichert und hier ist hier auf Rang 4 vorne, aber Coppelia ganz weit voraus vor Paschetta. Coppelia ganz außen, unsere Siegerin, unsere deutliche, unsere überlegene Siegerin im zweiten Rennen. Coppelia, ein Dresdner Sieg gibt es hier. Maxime Pecheur gewinnt auf dem zweiten Platz Paschetta, dritter wird Maya, dahinter knapp dann Kataya vor Ole Colonia, dahinter dann Mr. Bean vor Lady O'Connor mit Mediterraneo Almudes, dann Angelique und Nero de Avolo. Die vorläufige Platzierung zum zweiten Rennen des Tages zum Preis der Raiffeisen Handelsgenossenschaft Pirna. Der Sieg geht an die Programmnummer 4 an Coppelia unter Maxime Pecheur. Auf dem zweiten Platz die Programmnummer 11 Paschetta unter Wladimir Panov und auf dem dritten Platz die Programmnummer 6 Maya unter Bayer Saikan Ganbat. Dahinter dann auf dem vierten Platz die Programmnummer 9 und auf dem fünften Platz die Programmnummer 10. Die vorläufige Dreierwette zum zweiten Rennen. Die 4 vor der 11 und der 6. Dort ist auch die Siegerin zurück vom Preis der Raiffeisen Handelsgenossenschaft Pirna. Hier ist die Programmnummer 4, Coppelia unter Maxime Pecheur. Damit bleibt der Sieg hier vor Ort in Dresden. Trainerin ist Claudia Basig. Besitzer ist der Stall Oberlausitz. Züchter der dreijährigen Stute von Soja Hollow ist Graf und Gräfin Stauffenberg. Damit nach 4 sehr, sehr guten Leistungen bereits in diesem Jahr. Nun der erste Sieg beim 5. Start von Coppelia.